Im ersten Video zum Thema Gerechtigkeit haben wir festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist, pauschal zu sagen, was denn gerecht ist und was nicht. Ein Problem ist ja, dass wir subjektiv durch die Vergleiche mit anderen entscheiden, was wir für gerecht halten und was nicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir diese Subjektivität, den Egoismus gepaart mit amoralischer Rationalität verwenden, um es zu unserem eigenen Vorteil zu nutzen? Das ist einer von vielen Ansätzen, der sich bei den Gerechtigkeitstheorien von John Rawls und John Harsanyi wiederfinden lässt. Als Basis für das Ganze sollten wir erstmal klären, was unter dem Begriff Kontraktualismus zu verstehen ist. Kontrakt bedeutet so viel wie Vertrag und das gibt uns einen ersten Hinweis darauf, worum es denn hier geht. Nämlich wird im klassischen Kontraktualismus, wie bei John Locke, Jean-Jacques Rousseau oder Thomas Hobbes, ein fiktiver Gesellschaftsvertrag beschlossen. Alle drei der eben benannten betrachten den Menschen aus einem Naturzustand heraus und versuchen daraus, einen Staat zu rechtfertigen. John Locke war zum Beispiel der Auffassung, dass Gleichheit, Freiheit, Unverletzlichkeit von Person und Eigentum die höchsten Güter sind und hat sich deshalb für den Rechtsstaat als die beste Staatsform entschieden. Thomas Hobbes war hingegen der Meinung, dass sich der Mensch in seinem Naturzustand im Krieg alle gegen alle befindet und dass es eine übergeordnete Machtinstanz braucht, um diesem ganzen Chaos ein Ende zu bereiten. In Form des Leviathan. Es gibt mit dem Naturzustand zwar scheinbar einen fairen Ausgangspunkt, aber aus der Sicht eines modernen Kontraktualisten ist es nicht plausibel, daraus eine Staatsform herzuleiten. Denn wenn man sich einen Haufen an Menschen vorstellt, die gemeinsam darüber diskutieren, wie sie miteinander leben wollen, dann kommen wir in eine Form der Spieltheorie, die sehr wahrscheinlich zu keiner Kooperation führen wird. Beim klassischen Kontraktualismus haben wir einen fairen Ausgangspunkt in Form des Naturzustandes gepaart mit der amoralischen Rationalität des Menschen. Also amoralisch bedeutet das gleiche wie unmoralisch und Rationalität, wir sind einfach nur mit unserer Vernunft darauf fokussiert, für uns das Beste in der Gesellschaft, die gewählt wird, für uns rauszuholen, ohne jetzt dabei zu denken, ach, der hätte ein bisschen mehr verdient, der tut mir leid. Nein, wir denken einfach nur an uns. Allerdings gibt es beim modernen Kontraktualismus keinen Naturzustand, sondern einen Urzustand, in dem sich überlegt wird, welche Gesellschaftsform am gerechtesten ist. Eigentlich wollte ich in diesem Video nur kurz und knapp das Modell von John Rawls erklären. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es dann noch einen zweiten gibt, der eine ähnliche Idee schon ein paar Jahre vor ihm hatte, aber im deutschsprachigen Raum zumindest ziemlich unbekannt zu sein scheint. Und es geht dabei um John Harsanyi. Es gibt im deutschsprachigen Raum zumindest nur ein einziges Video, in dem er vorkommt, während es von John Rawls haufenweise gibt. John Harsanyi lebte von 1920 bis 2000, war Philosoph, Ökonom, Nobelpreisträger, Ungar, Jude und Überlebender eines KZs. John Rawls hat in Princeton Philosophie studiert, war Professor in Harvard, einer der bedeutendsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, wurde allgemein am dritthäufigsten von allen Philosophen zitiert, nach Aristoteles und Immanuel Kant. Und er war regelmäßig bei den Bush zu Abendessen. Also wir haben es hier schon mit ordentlichen Kalibern zu tun. Bei beiden Gerechtigkeitstheorien von John Harsanyi und bei John Rawls müssen wir uns jetzt gedanklich erstmal in einen Urzustand versetzen. Ach Mist, ich wollte doch einen Schleier dann da irgendwie drüber machen. Ich wollte jetzt ganz cool als Übergang so einen Schleier des Nichtwissens hier der Kamera aufsetzen. Nehme ich mir mal so ein Stretching Band. Ha, jetzt bist du im Urzustand. Stell dir vor, du bist noch nicht geboren. Du weißt nicht, welches Geschlecht du haben wirst, welche Interessen, welche Hautfarbe, auf welchem Kontinent, in welchem Land, in welcher Stadt, in welcher Familie du einmal landen wirst. Kurzum, du weißt nur, dass du auf einer Welt landen wirst, in der es genug Ressourcen für alle gibt. Und du hast nichts aus deiner Vernunft, keine Moral, purer Egoismus. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Gesellschaft, die wir uns selber aussuchen können, ist gerecht? Du kannst als Kind einer Adelsfamilie geboren werden oder als Kind einer der am schlechtesten, schwächsten gestellten Familien. Ja, jetzt bist du wieder raus. Paradoxerweise hatten sowohl Harsanyi als auch John Rawls diese Idee von einem Urzustand, sind aber zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Ich habe mir da mal ein kleines Beispiel überlegt und hoffe, dass man das damit veranschaulichen kann. Es werden ja oft beim Erklären von Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Bruchrechnungen, Einkommensverteilung oder sonstigen Sachen oder anderen ökonomisch-mathematischen Themen ja gerne Kuchenstücke oder ein ganzer Kuchen zur Veranschaulichung benutzt. Ich nehme jetzt mal Pizzen. In diesem gedanklichen, hypothetischen Urzustand ist ja das Ziel, dass du für dich entscheidest, welche Gesellschaftsform am gerechtesten ist, aber du musst im Hinterkopf behalten, dass du ja nicht weißt, in welche Position du in dieser Gesellschaft dann kommen wirst. Und ich versuche das jetzt mal statt
Gesellschaft mit Partys zu erklären. Also die Partys stehen für die Gesellschaftsform und die Pizzen stehen für das, was du in dieser Gesellschaft bekommen kannst. Das können Rechte sein, Freiheit, Geld oder Nutzen. Das unterscheidet sich dann bei den beiden Philosophen auch noch. Erste Party / Gesellschaft, da werden die Pizzen wie folgt verteilt. Es gibt Leute, die kriegen 3 Pizzen, Leute, die kriegen 2 Pizzen und Leute, die bekommen einfach gar keine. Auf der zweiten Party bekommst du entweder eine Pizza oder 2. Und jetzt kommen wir zu einem der zentralen Unterschiede zwischen Harsanyi und Rawls. Bei Harsanyi weißt du die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Positionen / die Wahrscheinlichkeit dafür, 3, 2, 1 oder gar keine Pizza zu bekommen. Bei Rawls weißt du das nicht. Bei Harsanyis Urzustand wüssten wir jetzt, dass es bei der ersten Party 20 Personen gibt, die 3 Pizzen bekommen, 60 Personen gibt, die 2 Pizzen bekommen und 20 Personen, die gar keine bekommen. So, was machen wir jetzt damit? Wir rechnen den Durchschnittserwartungswert aus. Wie viele Pizzen kann ich im Schnitt erwarten, wenn ich auf diese Party gehe? Dazu multipliziert man die Wahrscheinlichkeit mit dem Ergebnis der jeweiligen Position und addiert das dann zusammen. Insgesamt sind auf der ersten Party 100 Personen, deshalb rechnen wir 20 von 100, also 20 Hundertstel mal 3 Pizzen plus 60 Hundertstel mal 2 Pizzen plus 20 Hundertstel mal 0 Pizzen. Das macht im Schnitt 1,8 Pizzen bei Party 1. Bei Party 2 gibt es 50 Personen, die eine Pizza bekommen und 50 Personen, die 2 Pizzen bekommen. Das macht 0,5 mal 1 plus 0,5 mal 2, also 1,5 Pizzen im Schnitt. Wir haben damit zwei durchschnittliche Erwartungswerte. Einmal 1,8 Pizzen und einmal 1,5. Ökonom und Utilitarist, das sollte man anmerken, wie Harsanyi ist, würde er sich natürlich für die erste Party entscheiden, weil du im Schnitt ja mehr Pizzen bekommen kannst. Und mehr Pizzen bedeutet hier höherer Nutzen für dich. Mit etwas Glück kannst du bei der ersten Party ganze 3 Pizzen futtern oder du musst mit leerem Magen nach Hause gehen. Ach, ich mag Paradoxen irgendwie und irgendwie bin ich Glückspilz bei meiner Recherche auf einen Aufsatz der brasilianischen Zentralbank gestoßen, die sich mit Entscheidungstheorien beschäftigt und das Paradoxon im Zusammenhang mit diesen beiden Gesellschaftsmodellen verwendet. Also was ist dieses Ellsberg? Ich nenne es einfach mal Ellsberg-Paradoxon. Stell dir folgenden Versuch vor. Es gibt 2 Urnen. In der ersten Urne sind 100 Bälle. 100. 51 sind rot, 49 sind weiß. In der zweiten sind auch rote und weiße Bälle. Auch insgesamt 100. Aber du weißt nicht, wie sie verteilt sind. Es könnten 90 rote Bälle sein und 10 weiße. Es könnten aber auch 33 weiße sein und 67 rote oder 67 weiße und 33 rote. Wir wissen es nicht. Gar keine Ahnung. Sagen wir mal, du gewinnst 50 Euro, wenn du einen roten Ball ziehst. Aber du darfst nur aus einer der beiden Urnen ziehen. Für welche Urne entscheidest du dich? Für die Urne, wo die Wahrscheinlichkeit für einen roten Ball 51% ist, weil 51 von 100 Bällen sind rot, oder für die zweite Urne, wo du keine Ahnung hast, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Welche Urne nimmst du? Wahrscheinlich die erste Urne. Das ist soweit auch logisch, denn die Wahrscheinlichkeit für eine rote Kugel ist ja zumindest ein Tick höher als eine weiße zu ziehen. Machen wir jetzt aber nochmal von vorne. Jetzt gewinnst du 50 Euro, wenn du eine weiße Kugel ziehst. Für welche Urne entscheidest du dich jetzt? Tatsächlich haben sich hier die meisten Probanden auch für die erste Urne entschieden, obwohl die Wahrscheinlichkeit ja niedriger ist, als eine rote zu ziehen bei der ersten Urne. Und jetzt kommen wir zum Fazit von diesem Versuch. Wenn sich Menschen zwischen einer niedrigen Wahrscheinlichkeit und gar keiner Wahrscheinlichkeit entscheiden sollen, wählen sie häufig die niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und freiwillig eine niedrige Wahrscheinlichkeit zu wählen, scheint ja irgendwie irrational. Und das nennt man das Ellsberg-Paradoxon. Ja, und jetzt? Nun, es zeigt, dass gegebene Wahrscheinlichkeiten, wie es sie bei Harsanyi gibt, ne, wir haben ja die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 3, 2 oder 0 Pizzen bekommen oder die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 1 oder 2 Pizzen bei Party 2 bekommen, dass diese Wahrscheinlichkeiten nicht zwangsläufig zu einer rationalen Entscheidung führen, so wie er sich das gerne vorstellt. Und dieses Ellsberg-Paradoxon macht den Ansatz von Harsanyi teilweise kaputt. Aber was macht denn Rawls überhaupt? Was ist denn mit Rawls? Bei Rawls kennen wir die Wahrscheinlichkeiten ja nicht. Denn er ist der Überzeugung, dass wir bei lebenswichtigen Entscheidungen, also Bälle und Pizzen würde ich jetzt mal nicht dazu zählen, immer auf Nummer sicher gehen würden. Und er nennt das die Maximenregel. Nehmen wir jetzt nochmal die beiden Partys. Weil wir bei Rawls die Wahrscheinlichkeiten nicht kennen, haben wir weniger Informationen als bei Harsanyi.
Das Einzige, was wir wissen, ist, bei der ersten Party gibt es Leute, die kriegen 3 Pizzen, es gibt Leute, die kriegen 2 Pizzen und es gibt Leute, die bekommen gar keine Pizza. Während wir bei der zweiten Party einfach nur wissen, da gibt es Leute, die kriegen 1 und es gibt Leute, die kriegen 2. Und wie kann man jetzt eine rationale Entscheidung treffen, ohne die Wahrscheinlichkeiten zu wissen? Indem man sich die Person anschaut, die am schlechtesten in einer Gesellschaft gestellt sind. Bei der ersten Party sind diejenigen am schlechtesten gestellt, die gar keine Pizza bekommen. Das sind unsere Opfer sozusagen. Und bei der zweiten Party ist das Schlechteste, was uns passieren kann, nur eine Pizza zu bekommen. Also bekommen diejenigen, die am wenigsten bekommen, auf Party 2 mehr als diejenigen, die am wenigsten bekommen bei Party 1. Also eine Pizza bei Party 2 versus 0 Pizzen bei Party 1. Also ist nach Waltz die zweite Party die gerechtere. Nachdem wir uns für die Gesellschaft entschieden haben, in der die Schwächsten am besten gestellt sind, müssen wir uns noch an 2 Grundsätze halten, die Rawls aufgestellt hat. Der erste Grundsatz ist im Wesentlichen das Freiheitsprinzip von Immanuel Kant. Es soll so viel Freiheit geben wie nur möglich und die Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit eines anderen verletzt. Weil John Rawls der Meinung ist, dass Ungleichheiten auch gerecht sein können, ist der zweite Grundsatz: Ungleichheiten sind dann gerechtfertigt, wenn davon die Schwächsten in dieser Gesellschaft profitieren. Wie wenn jemand ein Unternehmen gründet und damit viel Geld verdient, muss er auch dafür sorgen, dass seine schwächsten Angestellten eine Gehaltserhöhung bekommen zum Beispiel. Und dieses Prinzip, dass bei Ungleichheiten die am schwächsten Gestellten profitieren sollen, das nennt sich das Differenzprinzip. Was noch wichtig ist bei John Rawls ist, dass alle hohen Ämter und Positionen von allen erreichbar sein müssen. Stichwort Chancengerechtigkeit. Das System von John Rawls ist aus 2 Gründen einfacher. Erstens müssen bei Rawls nicht für jede einzelne Person die absoluten Nutzenwerte errechnet werden, es genügt ein relativer Vergleich der Schwächsten. Zweitens legt er seinen Fokus auf die Primärgüter statt den Nutzen. Primärgüter wurden von Aristoteles als Rechte, Freiheit, Chancen, Reichtum, Macht, Einfluss und Einkommen definiert. Der Vorteil ist hier, dass der Nutzen etwas rein Subjektives ist, während sich jeder aus den Primärgütern etwas basteln kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel keine Rechte und keine Freiheiten hast, kannst du schlecht dich selbst verwirklichen zum Beispiel. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das nicht im Skript noch geschrieben habe, aber ganz am Anfang habe ich ja gesagt, dass wir versuchen bei diesen Modellen der Egoismus, der eigentlich nur uns selbst einen Vorteil bringt, den so zu nutzen, dass er für alle etwas Gutes bewirken kann. Und das hängt damit zusammen, dass wir im Urzustand uns überlegen, wie eine Gesellschaft aussieht, die für uns selber am besten ist. Und bei der Gesellschaftsform, die bei Rawls bei rauskommt, ist sie aber auch für alle gut. Zum Beispiel durch das Differenzprinzip oder der Stellung der Schwachen halt einfach im Allgemeinen. Bei beiden Theorien ist natürlich Voraussetzung, dass sie auch außerhalb des Urzustandes angewendet und akzeptiert werden, sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Und zum Abschluss eine Frage an dich. Denkst du, dass die Welt, so wie sie aktuell ist, gerecht ist? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?